Heute schauen wir uns mal die Lego-Minifiguren an. Was macht diese Minifiguren so besonders? Warum sind diese Minifiguren so beliebt? Und klären natürlich die Frage, lohnt sich ein Investment in Lego-Minifiguren oder sollten wir lieber dabei bleiben und ganze Sets kaufen? Dieser Frage gehen wir mal auf den Grund und ich würde sagen, genug gequatscht, los geht's. Jetzt habe ich gleich am Anfang für euch eine schwierige Entscheidung zu treffen und zwar würdet ihr Gruppe A nehmen geschenkt, Luke seinen Landspeeder zusammen mit den neuen TIE Interceptor, insgesamt 3 Minifiguren oder würdet ihr euch für die Cantina entscheiden mit 21 Minifiguren? Also für mich ganz klar, ich würde mich für die Cantina entscheiden und ich denke den allermeisten von euch geht es auch so. Wenn ich immer wieder mal solche Abfragen bei YouTube mache, welche Sets ihr denn am meisten feiert, dann sind es fast immer die Sets, wo die meisten Minifiguren dabei sind. Euch interessiert nicht, ob da super geiles Raumschiff dabei ist oder ähnliches. Ja, klar, das hat natürlich auch für den einen oder anderen großen Wert und ich meine, zum Beispiel der Held der Steine ist ja ein ganz prominenter Vertreter, der sagt, der kann mit den Minifiguren gar nichts anfangen, aber grundsätzlich sind die Leute, die eine Minifigur haben wollen, die eine neue, exklusive Minifigur haben möchten und am besten so viele wie möglich Minifiguren in einem Set haben möchten, doch ganz klar, denke ich, in der Überzahl. Zumindest kommt es mir ganz stark so vor und wie gesagt, ich selber sehe es auch so, ich brauche Minifiguren. Wie gesagt, ein Raumschiff oder ähnliches kann ich mir alles selber aus Teilen zusammenbauen. Wie soll ich mir denn aus eigenen Teilen eine Minifigur zusammenbauen? Das wird in allermeisten Fällen sehr schwierig und dann wahrscheinlich auch nicht besonders gut aussehen. Aber woher kommt das jetzt? Naja, also ich sag mal, die meisten meiner Zuschauer sind ja in etwa so alt wie ich, also Mitte 30, ja, teilweise ein bisschen jünger, teilweise ein bisschen älter, aber in etwa kommt das hin und ich meine, wir haben alle damals mit den Piraten oder Insulanern gespielt. Bei mir waren es ganz klar die Insulaner. Da musste ich jedes Set haben, da gab es dann die Piraten auch meistens automatisch dazu. Und mich hat nicht interessiert, ob irgendwie ein Set noch eine zweite, dritte Palme hatte oder ähnliches. Das war irrelevant für mich. Ich wollte noch weitere Insulaner haben, mir da so ein kleines, ja, ich sag mal, Dschungeldorf aufbauen. Das war so mein Highlight. Oder auch Ritter. Ich muss sagen, meine Eltern waren da relativ spendabel, was Lego anging. Also ich hatte auch ganz viele Ritter. Ich meine, die ganzen Burgen, die haben es nie geschafft, irgendwie mal länger wie eine Woche oder so zusammen zu sein, weil ich mir dann immer eine eigene Burg gebaut habe. Und die sah auch jedes Mal anders aus, ja. Und was brauchte ich für die Burg? Natürlich Ritter. Was brauchte ich noch? Natürlich noch mehr Ritter, dass ich auch ein bisschen kämpfen konnte, ja. Und ich denke auch, die allermeisten werden sich daran erinnern, wo sie die erste Lego Star Wars Figur in der Hand hatten, ja. Also, klar, Captain Rex war es jetzt bei mir nicht, da war ich schon einfach zu alt für, war ich kein Kind mehr. Aber klar, jemand, der mit Captain Rex aufgewachsen ist und dann die Clone Wars Serien gesehen hat und diese Figur in der Hand gehalten hat, na, der war doch super glücklich. Also daher, diese Minifiguren, daran sind wir schon gewohnt, als Kinder, sag ich mal. Und ich denke, das ist auch eine schöne Zeit, die man nicht vermissen möchte. Und wenn man jetzt mal die Sachen vergleicht mit zum Beispiel Figuren von anderen Herstellern. Also ich blende euch jetzt hier mal Figuren von der Firma Blue Bricks ein. Ja, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Hersteller. Alle haben so ihre eigenen Figuren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die sehen jetzt nicht schlecht aus, aber ich kann mit den Dingern nichts anfangen. Also für mich ist das keine Minifigur, keine akzeptable. Ich würde die nicht meinen Kindern kaufen und ich würde mir die selber auch nicht irgendwo hinstellen, weder in irgendwie Regal, für einen Mock verwenden oder ähnliches. Also aus meiner Sicht hat diese Figur keine Daseinsberechtigung. Zumindest, wie gesagt, für mich persönlich. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt zu diesen Figuren von Alternativherstellern. Könnt ihr damit was anfangen? Könnt ihr euch dafür erwärmen? Also wie gesagt, für mich ist das absolut gar nichts. Also Steine, ja, Steinequalität ist auch bei Alternativherstellern, muss man fairerweise so sagen, mittlerweile echt sehr, sehr gut. Da gibt es selten was zu meckern. Aber die Minifiguren, wie gesagt, da bleibe ich bei Lego hängen im positiven Sinne und habe auch absolut gar kein Problem damit, mich hier damit zu outen. Aber abseits der ganzen Emotionen müssen wir natürlich auch mal die Frage klären, woran erkennt man denn eigentlich eine gute Minifigur, die zum Investment geeignet ist. Also aus meiner Sicht gibt es dafür 4 Punkte. Und zwar muss es ein beliebter Charakter sein, ganz klar. Captain Rex hatte ich ja schon gezeigt, wahrscheinlich der beliebteste Klon überhaupt. Dann haben wir natürlich auch, wenn wir bei Star Wars bleiben, Cad Bane zum Beispiel auch ein sehr, sehr beliebter Charakter. Inquisitoren eignen sich eigentlich auch immer sehr, sehr gut, weil es eigentlich immer sehr beliebte Charaktere sind. Dann sollte es natürlich eine einzigartige Figur sein und da bieten sich halt momentan zum Beispiel die Figuren anlässlich zum 25-jährigen Jubiläum an. Also Darth Malak, den werden wir wahrscheinlich nie wieder, gut, sag niemals nie, aber wahrscheinlich eine ganz, ganz lange Zeit nicht wiederbekommen. ARC Trooper Fives, eine Figur, auf die Fans jahrzehntelang gewartet haben. Jetzt ist sie endlich da, jetzt ist sie endlich verfügbar. Und ich sage auch ganz klar, das ist eine Figur, die werden wir so bald nicht wiedersehen. Das werden locker 10, 20 Jahre ins Land gehen, wenn auch nicht sogar vielleicht noch länger, ja, dass wir diese Figur nochmal bekommen. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich meine, Lego ist Lego. Die können sagen, wir machen nächstes Jahr wieder ein Remake. Haben sie ja gemacht, zum Beispiel die Captain Rex Figur, die ja exklusiv beim Venator drin war, beim 650-Euro-Set in 2023, erscheint jetzt ja im Sommer 2024 in einem Microfighter, ja. Ich meine, da hat Lego ja auch in Anführungszeichen gelogen, weil sie gesagt haben, das bleibt eine exklusive Figur.
Figur. Aber gut, wie gesagt, bei diesen Figuren anlässlich zum 25-jährigen Jubiläum denke ich, dass wir da so schnell kein Remake mehr sehen werden. Bei den Sondereditionen, natürlich könnte man da jetzt auch die Figuren anlässlich zum 25-jährigen Jubiläum mit reinzählen. Aber ich habe jetzt eher so an Figuren gedacht, die aus Chrom sind, die vergoldet sind, die in Silber sind oder ähnliches. Also wenn man natürlich solche Figuren hat, dann hat man natürlich ganz hart einen Jackpot. Klar, gibt es sehr selten, aber dementsprechend ist natürlich auch der Wert von solchen Figuren extrem hoch. Was natürlich auch immer super ist für eine Minifigur, wenn sie in limitierten Sets ist, beziehungsweise limitiert gibt es ja in dem Fall jetzt nicht mehr, aber zeitlich limitiert, also zum Beispiel nur 2-3 Monate im Markt ist. Ich denke da zum Beispiel an einen Adventskalender, da gibt es ja einige gute Beispiele mit Darth Vader, hier in diesem Christmas-Outfit, der kostet über 22 Euro, der andere sogar 25 Euro, wenn ich mich nicht ganz täusche. Dann hatten wir natürlich auch noch ein Set, was ja letztes Jahr im Oktober erschien, war ja auch nur bis Ende Dezember verfügbar, hier dieses Holiday-Diorama. Ich meine, gut, jetzt mit Rey und Finn, das ist natürlich jetzt nicht super beliebt, das sind keine super beliebten Charaktere, aber solche Sachen und sowas erscheint ja auch in 2024, je nachdem, worum es da geht, welche Figuren da enthalten sind, ist natürlich super interessant. Und dann natürlich ganz klar die ganzen GWPs, die es ja damals bei Lego gab im Mai, immer mit diesen Polybag-Figuren, das war natürlich der absolute Traum. Also falls sowas nochmal kommen sollte, dann könnt ihr euch natürlich auch sicher sein, dass diese Figuren extrem gutes Investment sein können. Aber was machen wir denn jetzt, wenn wir eine Figur aus einem Set rausnehmen? Ich meine, das Set müssen wir ja dann auch einzeln verkaufen, wir müssen die Figur einzeln verkaufen. Wie lohnt sich denn das eigentlich? Rechnet sich das Ganze? Da zeige ich euch jetzt mal ein Beispiel. Das Set, was ich hier ausgesucht habe, ist das Boarding einer Tente vor 55 Euro UVP. Aber ihr wisst natürlich, wir kaufen kein Lego zur UVP, sei denn es ist exklusiv. Ansonsten wird das natürlich immer mit Rabatt gekauft. Dieses Set ist natürlich mit Rabatt verfügbar. Aktuell, jetzt Mitte April, wo ich dieses Video aufnehme, ist der Maximalrabatt bei 25%. Jetzt hier bei Otto, übrigens unbezahlte Werbung, für 21,45 Euro. Das heißt, diesen Einkaufspreis nehmen wir jetzt einfach mal, die 41,45 Euro. Und das müssen wir auf jeden Fall überbieten. Und da wir natürlich auch noch einen Gewinn haben möchten, müssen wir natürlich da extrem drüber kommen. So, jetzt habe ich mal bei eBay geschaut. Dieses Set wird ohne Figuren so zwischen 20 und 22 Euro verkauft. Wir nehmen jetzt einfach mal 20 Euro an, weil wir ja natürlich auch ein paar Prozent bei eBay bezahlen müssen als gewerbliche Händler. Dann gucken wir mal weiter. Und zwar habe ich einen ARC Trooper 5s gefunden. Ja, der wird eigentlich in aller Regelmäßigkeit, kann man sagen, für 28 Euro verkauft. Das heißt, allein wenn man einen ARC Trooper 5s verkauft plus dieses Set, haben wir schon ca. 48 Euro. Das heißt, wir sind über 6 Euro im Plus. Klar, wie gesagt, eBay-Gebühren müssen wir natürlich noch abziehen, aber wir sind jetzt schon im Plus. Und jetzt haben wir noch 6 weitere Figuren. Und die können wir natürlich auch noch verkaufen. Sollten wir auf jeden Fall auch machen. Und da zeige ich euch jetzt auch noch die einzelnen Preise, die wir bei diesen Figuren noch extra bekommen können. Und ab jetzt sprechen wir in Anführungszeichen von Gewinn. Natürlich ist es Umsatz, weil ihr natürlich auch den Gewinn noch versteuern müsst. Also wenn ich jetzt das Wort Gewinn benutze, denkt dran, das ist eigentlich erst Umsatz. So, und zwar die Figuren, also der Darth Vader wird für etwa 10 Euro verkauft. Das ist jetzt so der konservative Preis. Ich meine, es gibt auch welche Verkäufe für 8, 9 Euro, aber ich habe auch einige gesehen für 12. Deswegen habe ich jetzt mal hier so den Durchschnitt genommen, 10 Euro. Der Sturmtruppler wird jeweils für 7 Euro verkauft. Captain Antilles ein bisschen enttäuschend, nur knapp 5 Euro. Und dann die Rebellentrooper jeweils ca. 7 Euro, was ein Gesamtpreis macht von 43 Euro, beziehungsweise ein Gesamtwert von 43 Euro für diese 6 weiteren Figuren. Und wenn wir das alles jetzt mal zusammenrechnen, dann haben wir wirklich ein extrem krasses Ergebnis. Also, wir mussten einkaufen, dieses Set für 41,45 Euro. Wir bekommen dieses Set ohne Figuren, also nur die Steine verkauft für 20 Euro circa. Der ARC Trooper 5s, für den bekommen wir circa 28 Euro. Und für die anderen Figuren 43 Euro. Macht insgesamt 91 Euro. Klar, die Kosten müssen wir natürlich abziehen. Das heißt, wir haben circa an diesem Set 50 Euro verdient. Natürlich müssen wir von diesen 50 Euro auch noch ein paar Prozente an eBay abgeben. Das ist ja auch ganz klar, dürfen wir auch nicht vergessen. Dann müsst ihr natürlich noch den Umsatz versteuern. Das heißt, da gehen auch noch mal ein paar Prozente verloren. Nichtsdestotrotz, wir haben ja sehr, sehr konservative Preise genommen. Ihr hättet ja auch jede Figur locker für 1 Euro oder 2 mehr verkaufen können. Dasselbe gilt ja auch für das Set. Da haben wir ja 20 Euro angenommen. Da hätte man ja auch gut und gerne für 22 Euro verkaufen können. Also daher, 50 Euro kommt schon wirklich sehr nah dran. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe sowieso einen Bricklink-Shop und das wäre vielleicht auch interessant für mich, also das gesamte Part-Out-Value für dieses Set beträgt 106,70 Euro. Also das ist auch absolut nicht verkehrt, wenn man sich da 3-4 Stück nimmt, direkt auspartet, dann macht man, wenn man zum Preis von 40 Euro einkauft, ja, roundabout 65 Euro Umsatz pro Set.
Also das ist absolut nicht zu vernachlässigen. Aber lohnt sich das Ganze natürlich jetzt auch mit jedem Set? Kann man da jedes x-beliebige Set kaufen? Na, muss man natürlich ganz klar sagen, nein, es lohnt sich nicht bei jedem Set. Ich meine, wo keine Minifiguren dabei sind, ich denke, das ist offensichtlich, dass sich das nicht lohnen kann. Aber es gibt natürlich auch Sets, wo vielleicht die Minifiguren nicht so beliebt sind, wo dieses Set an sich unbeliebt ist. Also man könnte jetzt zum Beispiel auf den baubaren R2-D2 gehen. Darth Malakith natürlich jeder haben. Den R2-D2, der da drin ist, den braucht eigentlich, glaube ich, keiner. Und dann der baubare R2-D2, der ist auch für die meisten Leute eher uninteressant. Also da dürfte es dann sehr, sehr schwierig werden, mit einem Profit rauszugehen. Ich sage nicht, dass das unmöglich ist, aber es ist halt sehr, sehr schwierig. Und deswegen denke ich, dass sich andere Sets dort mehr anbieten, aus meiner Sicht zumindest. Auch wenn natürlich dieses Video keine Anlagenberatung ist oder ähnliches, sondern nur meine persönliche Meinung widerspiegelt und der Unterhaltung dient, kann sich natürlich schon so ein Investment in Minifiguren lohnen, aus meiner persönlichen Sicht. Und wenn du jetzt noch wissen willst, ob Battle Packs ein richtig gutes Investment sind, da sind wir ja schließlich auch bei Minifiguren, dann klick dieses Video gerne als nächstes und ansonsten schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal, macht's gut.